Es ist Sonntag, der 14. August 2022. Ich bin am Sellajoch, am Fuße des Langkofen. Und mache eine Wanderung zur Südseite vom Langkofel hier links hinauf. Und zwar wandere ich den sogenannten Friedrich-August-Weg. Es ist aber schon 2:30. Ich werde sehen, wie weit ich komme. Der Weg ist gut bevölkert. Es ist ja Ferragosto. Aber bei dem traumhaft schönen Gelände ist man natürlich nicht allein. Blick zur Marmolata. Und zum Sellastock. Links hinten der Pizboe. Und die Totale. Und der macht auch ein gutes Geschäft. Forellenteich gibt's auch. Und Belustigungen für die Kinder. Angekommen auf dem Sattel unterhalb vom Blattkofel öffnet sich die Sicht nach Westen. Richtung Schlern und Seiser Alm. Und weiter links das Rosengartenmassiv von hinten. Und die Berge rund um Cavalese.
ein Stück weiter vorn öffnet sich der Blick ins Wassertal. Und zurück zur Marmolata. Und links davor der Col Rodella. Und ganz links wieder der Sellerstock. Um 3 muss ich leider umkehren. Und jetzt ist es 3. Ich habe ja gehofft, dass ich den Punkt erreiche, wo man auf die Seiser Alm hinunterschauen kann. Aber das wäre erst ganz hier hinten. Also war's das für heute. Ich gehe zurück. Letzter Blick zurück. Und letzter Blick voraus. Jetzt rechts hinten das Bordeaux-Joch. Und das sind die Berge im Norden des Grödnertales. Und hier
gibt's Mitbringsel zum Aussuchen. Mit Vertrauen in die Zahlungswilligkeit der Kundschaft. Und am Ende des Tages kann ich noch diese Panoramatafel filmen. Im Bild Mitte oben das Sellerjoch und rechts der Langhofe. Und unten das Grödner Tal. Und da rechts oben, da wäre die Seisser Alm, auf die ich so gern hinuntergeschaut hätte. Ich nehme mir für die Blütezeit im kommenden Juni den nächsten Ausflug auf die Seisser Alm vor. Es ist Montag, der 22. Mai 2023 und heute kann ich von der anderen Seite, von der Seisser Alm aus, auf den Langhofe und den Blattkofe schauen. Ich bin da, weil ich hab mit dem Bus herauffahren können. Für die Alpenflora ist es freilich einen Monat zu früh. Aber das Wetter ist schön und ich mache eine Wanderung da hinauf auf diesen Sattel. An der ersten Jausenstation halte ich nur dieses Kunstwerk im Bild fest. Einkehren tue ich jetzt noch nicht. Ich will hinauf in den Schnee. Nach Rom wär's zu Fuß ein bisschen zu weit. Sogar eine Krippe
kann man hier bestaunen. Leider mit Spiegelungseffekten hinter Glas. Aber alles sehr schön gerichtet. Der Kinderspielplatz findet im Wald seine Fortsetzung. Tolle Idee. Physikunterricht ist hier im Wald auch möglich. Da lässt sich beweisen, dass sich die Erde dreht. Die Schwingungsachse des Pendels bleibt nämlich die gleiche. Die Erde darunter bewegt sich. Aber das Ergebnis kann ich nicht abwarten. Benannt ist die Erfindung nach dem französischen Physiker Foucault, oder wie man es ausspricht. Also mit einem Wort, ein Foucaultsches Pendel. Mitten im Wald. Und dank Schneeschmelze rauschen die Bäche. Und hier stinkt's nach Schwefel. Die Sache nennt sich auch Schwefelquelle. Eine Tafel gibt's auch. Und ober der Waldgrenze sprießen die Krokusse. Kaum, dass der Schnee weg ist. Und der Sattel links oben wäre mein Wanderziel. Schauen, ob's die Schneelage zulässt. Hinauf
aber vor allem auch wieder herunter zu wandern. Es ziehen leider Wolken auf und werfen Schatten auf den Blattkofel. Und dass wir uns oberhalb vom Grödener Tal befinden, ist unverkennbar. Und hier hat der Hüttenwirt von der Blattkofelhütte ganz offensichtlich nachgeholfen. Sonst wäre der Weg noch nicht aber. Und das ist der Blick zurück über die ausgedehnte Seiser Alm. Der schneefreie Bergrücken in Bildmitte ist der sogenannte Buflatsch. Und links hinten der Schlern. Den haben wir schon auf der Anreise mit dem Bus gesehen. Wie die anderen Berge heißen, weiß ich leider nicht. Und das ist sie, die Blattkofelhütte. Man ist hier auf einer Höhe von 2300 Meter. Und hat Aussicht bis zur Marmolata. Und beinahe bis zu dem Punkt, wo ich im Herbst hab umkehren müssen. Jetzt in Bildmitte, das ist der Col Rodella und links hinten der Sas Bordoi. Und direkt über uns leider noch immer oder schon wieder in Wolken. Der Blattkofel. Ich kehre wieder um. Nur der Schlern kriegt noch Sonnenstrahlen ab. Und das ist ein letzter Blick zurück hinauf. Mit Schwenk über den Blattkofel
links hinten mit den letzten Sonnenstrahlen, das müssten die Geißlerspitzen sein. Und zwar vom Grödental aus gesehen. Und links davon im Schatten die Seceda. Und vor uns leider auch im Schatten die Seiser Alm. Das war's von hier herum. Eine Kapelle gibt's auch hier am Berg herum, aber sie ist leider zu. Beinahe unten angekommen ist auch die Seceda links hinten in der Sonne. Und von hier kann man nicht nur zum Blattkofel hinaufschauen, sondern links davon sieht man jetzt auch den Langkofel. Es war eine schöne Runde. Und ich hatte auch Glück mit dem Wetter. Angekommen bei der Bushaltestelle, Saltria heißt's da, habe ich circa 4 Stunden Fußmarsch hinter mir und eine Höhendifferenz von 600 Metern.